Wie sicher sind die Ersparnisse der Deutschen Die und Ersparnisse sind sicher, da können Sie sich darauf verlassen. Die werden, weil in jedem Fall gerettet wird. Die Ersparnisse werden also nicht verloren gehen, weil gerettet wird. Sie werden aber weniger wert, weil die Rettung führt dazu, dass frisches Geld gedruckt werden muss in erheblichem Umfang. Das wird die Inflation zu einem neuen Aufgalopp bringen mit einer gewissen Zeitverzögerung und wird die Ersparnisse weiter entwerten. Also wir können leben zwischen der Wahl mehr Inflation oder mehr Bankpleiten. Ja, das ist einfach so. Wir leben in einer überschuldeten Welt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, Schulden abzubauen. Nur zwei. Die eine ist die Inflation. Da werden die Schulden abgebaut, indem die Kaufkraft der Schulden verringert wird. Und am Ende sind viele Nullen da, aber es zählt nicht mehr. Und die andere ist die Deflation. Das heißt, die Depression, die Pleite, der Kreditausfall und die Nichtrückzahlung von bestehenden Kreditverpflichtungen. Dann sind die Schulden auch weg. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt, um Schulden und Überschuldung zu reduzieren und wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden. Und einen dieser beiden Tode werden wir sterben.